Leid, irgendwas klappt mit Skype nicht. Also, ich denke mal, dass wir jetzt, eigentlich hatten wir geplant, dass wir das mit Skype zusammen machen, dass man Silver sieht, dass man mich sieht. Aber irgendwie will dieses scheiß Internet mich heute total verarschen und es klappt hier einfach gar nichts. Also irgendwie klappt das alles nicht auf einmal, deshalb werde ich versuchen jetzt einfach mal es so hinzubekommen. So, auf jeden Fall ein herzliches Willkommen zu unserem Timo gegen Wladimir. Ich hoffe mal, dass ich gewinne. Nee, Spaß. Auf jeden Fall der gestern unseren... letztens unseren Stream mitverfolgt hat. Da haben wir eine Wette abgeschlossen, wer der bessere Spieler ist. Also Vlad gegen Timo, wer der gewinnen wird. Ich bin der Meinung, ich gewinne. Seba ist der Meinung, er gewinnt. Und er wird verlieren. So. Also bei Seba klappt nämlich mit Teamspeak nicht und bei mir spackt es rum mit Skype und alles auf einmal. Deshalb muss es jetzt so laufen. Tut mir leid dafür. Ich denke, wir können Silvas Stimme nachher noch einmal hören. Dann klappt es vielleicht irgendwie. Aber bis dahin müsst ihr mir erstmal mit mir zufriedenstellen. So, mein Twitch funktioniert auch nicht mehr. Weil das irgendwie der Wurm drin. Ja, ist echt unglaublich heute. Heute klappt nichts so, wie ich es haben will. Wenigstens läuft die Musik. Für den Twitch-Chat habe ich keine Ahnung. Jetzt sollte es sein. Schreibt mal bitte jetzt alle unten drunter. Der Gewinner. Also ich denke mal, dass wir jetzt so... Okay, also der Markatus, der wird jetzt die Monster ein bisschen mit dem Chat regeln, weil ich werde mich jetzt auf das Spiel konzentrieren. Also bei dem Wetteinsatz ging es einfach nur darum, dass wir bei dem Turnier, das Turnierfinale, in Boxershort und mit Timo-Hut, also der Verlierer wird in Boxershort und in Timo-Hut streamen. Und ich glaube, das wird lustig. Also keiner schämt sich dafür, wir haben das einfach nur in dem Stream einfach aus Just for Fun gemacht. Und hoffen jetzt einfach mal, dass daraus was wirkt. Naja, Seba interessiert es dann ja eh nicht, ist ja Boxer. Ja, mich interessiert es auch nicht so. Ich bin zwar kein Boxer, aber mir ist auch relativ egal. Wischen weg. Ja. Mach ich. Einfach Tampon rein, dann ist alles gut. So, wir haben uns dazu entschlossen, alle drei Karten durchzuspielen, weil auf der ARA-Map kann man sich halt nicht backporten, das fanden wir extrem scheiße. Deshalb werden wir zuerst die 5 gegen 5 Map spielen, dann im Anschluss die 3 gegen 3 Map, also heißt, auf jeder Map darf man backporten, solange es möglich ist. Gewonnen hat der, der zuerst 100 Minions hat.
den ersten Tower geholt hat. Oder First Blood gemacht hat. Ja, Runenpage-Name, ja. Schon mal drauf einstellen. Ich freue mich auch ungemein darauf, weil ich weiß einfach, dass ich ihn weghauen werde. Und wenn nicht, dann shame on me. Dann ist eh alles vorbei. Yo, Bitches. Ja, deutscher Klient. Wieso Facebook? Ich finde den deutschen Klienten geiler. Also ist jetzt nicht so, dass ich den englischen Klienten nicht verstehen würde. Aber mir geht einfach diese englische Stimme auf den Sack. Das nervt mich so extrem. Deshalb habe ich das Ganze auf Deutsch. Ja, natürlich ist Pentakill auf Englisch viel geiler. Aber da kommt doch eine neue. Ja, weiß nicht. Nee, ich finde die englische, also die deutsche Stimme mag ich auch nicht so sehr, aber ich finde die englische Stimme einfach nur, Kotzwirk. Da höre ich mir lieber Justin Bieber an oder so. Was weiß ich. Also die weiteren Streams werden dann irgendwie über Teamspeak oder was weiß ich laufen. Weil so ist das echt nicht feierlich. Das, also ich würde ihn jetzt auch gerne hören, um ihn einfach auslachen zu können. Aber naja. Außerdem bin ich Deutscher. Deutscher muss eine deutsche Stimme haben. Bewaffnet und bereit. Bewaffnet und bereit. Komm, Seba, wo bist du? Oh, yo, du Wichser. Wird aufs Mal bekommen. Weil ich bin, naja. Warum nicht Aram-Map? Habe ich gerade eben schon erklärt. Ja, wir werden drei Maps machen. Erstmal hier die 5 gegen 5 Map. Und zwar, das hat den Grund, dass Fail, wer wäre was? Das sollte keiner hören. Genau, weil man einfach nicht backporten kann auf der ARA-Map. Und ich sehe das als Nachteil für ihn und er sieht das als Nachteil für mich. Ja, deshalb spielen wir alle drei Maps einmal durch. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen konzentrieren. Oho.
Also ich darf ihn auf gar keinen Fall Level 6 werden lassen. Oder höheres Level, weil er dann einfach seinen Q so oft spammen kann. Also mein Ziel ist entweder First Blood, was ich glaube ich nicht schaffen werde, oder einfach diesen Tower hier niedermetzeln. Ich glaube, das ist echt das Beste, einfach Tower niedermetzeln.